Paulus sagt in 26,6, also vor Agrippa und Festus: Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Auf ihre Erfüllung hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Also, das war der Grund, diesen Grund gibt Paulus an für sich, warum er da steht, weil er davon redet, dass Jesus lebt. Und vielleicht habt ihr, jeder von euch hat eine Berufung, und wenn wir uns in die Person des Paulus, dann ist er natürlich ein Zeltmacher, aber er ist eben auch jemand, der eine Berufung von Gott hat, wo er selber von sagt, er kann sie fast nicht ausführen. Er muss es tun. Er muss die frohe Botschaft sagen. Selbst wenn er sich bei sich selber weigern würde, wäre er so von Gott gedrängt, er kann sich gar nicht weigern dagegen. Das ist seine menschlich gesehen Triebkraft. Er muss davon reden, dass Jesus lebt. Die Botschaften auf dem Bauhof in dieser Arbeitsgruppe, die Botschaften bei euch im Verwaltungsräumen, die Botschaft in irgendwelchen Umfelden, wo ihr seid, zu Hause, mit euren Nachbarn, im Rewe, irgendwo, die Botschaften mit euren Verwandten. Paulus sagt, meine wichtigste Botschaft ist, Jesus lebt. Was ist meine wichtigste Botschaft? Hoffentlich kommt bald der neue Film bei Netflix raus. Ja, dass die das endlich dann da reinbringen, damit ich den auch gucken kann. Was treibt mich? Aber um es noch ein bisschen ernster zu machen. Von was bin ich gedrängt? Es gibt Menschen, die sind gedrängt davon, einfach zu überleben. Andere sind davon gedrängt, dass sie noch daran arbeiten, die Angst vor dem Tod irgendwie noch hinzukriegen innerhalb ihres Glaubens. Andere versuchen, einen gewissen Liebesanteil abzubekommen von ihrem Umfeld, von ihrem Nächsten, eine gewisse Anerkennung. Und manche beschäftigen sich überwiegend damit, sich abzulenken, weil ihre Person wenig beachtet wird und versuchen sich durch Dinge, durch Luxusartikel einen gewissen Wert zu geben. Paulus, in seiner vielfältigen Art, wie er auftaucht, als eben Zeltmacher, als eben, wow, jemand, der gedrängt ist, davon zu reden, dass Jesus lebt. Aber nicht um des Redens willen, sondern um, weil Jesus lebt. Wir reden nicht davon, dass Jesus lebt, weil sich das so gehört oder weil wir heute Morgen wie fromme Clique hier sind, sondern Paulus redet es, weil er bei ihm lebt. Also, wir gehen nicht morgens zur Andacht, damit der Tag schöner wird, sondern wir werden von Gott gezogen, auf dass er uns dort verorten kann, wo er selber ist und mit uns sein möchte, nämlich mit dem lebendigen Jesus. Jeder von uns hat, das ist jetzt eine politische Geschichte und gestern konnte ich nicht kommen, da war Thomas dran, Thomas Jeromin, unser Bibelstudienleiter, Studienleiter. Ich denke mal, der wird ein bisschen tiefer reingegangen sein und wenn Pastor Martin Westerhall hier stellt, der würde auch das auseinanderklümmeln können, wer ist Berenike und all diese Sachen. Aber wir haben alle unsere Umfelder, jeder auf seine, ne? Waldhaus, wo immer ihr alle seid. Und in diesem Umfeld
möchte Gott dir diesen lebendigen Jesus mitgeben. Den Menschen, muss ich euch nicht sagen, aber. Ne? Und Paulus hat nicht die Rede dabei davon, dass Jesus lebt, sondern er lebt selber durch Jesus. Ich möchte abschließen mit Paulus Worten aus Galater 2, Vers 19 und 20. Hätte ich besser mal aufgeschlagen. Wenn hier vorne steht, kann man es auf einmal nicht mehr auswendig. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin, vor 19, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus lebt. Das redet er nicht. Das drückt er aus. Ausdrucken kannst du nur das, was drin ist. Sonst hast du keinen Ausdruck. Stell den Computer vor. Wenn der aus ist, kannst du den Drucker anmachen. Da kommt nichts raus. Erst in Verbindung kommt auch was raus. Das, was drin ist, kommt immer raus. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund drüber. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Paulus redet, was er ist durch Christus. Lebendig. Wir dürfen, Paulus sagt in 26,6, also vor Agrippa und Festus, und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verhandlung.